Das ist mein Besitz, Griffin. Ihr Leben liegt in meiner Hand. Sie haben Emily. Er wird wohl bestimmt nichts verlernt haben. Ich muss die Vergangenheit bewältigen. Er ist ganz genauso tödlich, wie er es früher war. Und er durchkreuzt leider meine Pläne. Du weißt, er kann dich zwingen. Du schuldest ihm noch etwas. Ich will ihn tot sehen. Ist so gut wie erledigt. Du spürst sie nicht, wahr? Furcht. Du sagst mir die Wahrheit. Wo ist meine Tochter? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm nichts verraten. Vergeben Sie mir, dass ich Sie entehrt habe. Ich brauche die Adresse eines gewissen Hideko Minoshoto. Er denkt nicht, er handelt. Er fürchtet sich nicht vor Fallen. Sieht ganz so aus, als hättest du mal wieder Schwein gehabt. Er kann mit so etwas leben. Ich brauche eine Menge Verstärkung. Und den Leichenbeschauer. Sie glauben, Sie können gewinnen. Gewinnen ist mir völlig unwichtig. Ihr Schicksal. Ich habe gelogen. Ich will doch gewinnen. Geht leider nicht, ich habe zu tun. Trained by the Navy, hunted by the Yakuza. Ja, bei solchen Sätzen könnt ihr schon ahnen, es geht um Explosion und Schießereien. Ja, damit seid gegrüßt beim Sammlerplatz. Ich bin der Stefan und heute eine schöne Hardbox von AVV True Vengeance. Ja, mit Daniel Birner. Daniel Bernard ist so eine Art, ja, könnte man sagen, Jode Clone verdammt für Arme. Wäre das ein bisschen zu hart? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, er hat schon nicht Unähnlichkeiten mit ihm. Sagen wir es mal so. Und hier, genau, Bloodsport, also er hat nicht im ersten Teil mitgespielt, aber im zweiten und dritten und vierten hat er in allen dreien danach mal mitgespielt. Ich meine, ja, Bloodsport 2 kann man sich übrigens noch ansehen. Ja, genau, und hier spielt er einen Ex-Navy, der seine Tochter aus den Fängen der Yakuza befreien muss. Wuhu! Ja, wie genau, hier in der schönen Hardbox. Und ich muss sagen, der Film ist echt gut. Also, sonst hätte ich ihn ja nicht gekauft, aber... also ich bin ja kein Komplettist, sondern ein Sammler und sammle nur die Filme, die mir gefallen. Die kommen dann bei mir ins Regal. Das muss ich jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Genau, ich bin kein Komplettist. Also ich kaufe mir keine Filme, die mir nicht gefallen. Hätten wir das auch mal geklärt. Genau, und der Film hat mir sehr gut gefallen. Ist natürlich ein ziemlicher B-Actioner. Ich weiß nicht, ob er sogar in den C-Bereich schon reingeht, aber der geht auf jeden Fall gut ab. Die Kulissen sind ein bisschen, teilweise ein bisschen spröde, aber hey, scheiß drauf. So, genau, das Frontcover, ja, gezeichnetes hätte mir natürlich besser gefallen, aber mir gefällt die Schrift unten sehr gut, muss ich sagen. Nee, finde ich okay. Also da kann ich jetzt nicht so viel meckern. Das alte Standard-Videocover, ich weiß gar nicht, ob es noch andere gibt. Genau, den Spine, Nummer 72 aus der AVV-Sammlung, das interessiert mich jetzt nicht. Aber AVV hat sowieso eigentlich ganz schöne Veröffentlichung. Genau, Daniel Bernard, Miles O'Keefe spielt noch mit. Hat mir jetzt nichts gesagt. Regisseur von Angel of Fury. Angel of Fury hat mir auch nichts gesagt. Genau, falls ihr euch nochmal genau durchlesen wollt. Wie gesagt, hier sieht man schon mal die Bilder. Da kommen allerhand schöne Waffen zum Einsatz. Die Effekte sind auch gut. Also schöne Blood Packs werden noch benutzt. Genau, leider ein Vollbild. Aber das ist wahrscheinlich im Original schon so. Und vielleicht erkennt ihr hier schon was. Hier steht Bonus-DVD mit einem weiteren US-Martial-Arts-Film. Da werden wir gleich mal gucken, was damit gemeint ist. Genau, Cover A, 55 Exemplare. Nun habe ich aber im Netz geguckt und habe gar kein Cover B gefunden. Was das zu bedeuten hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es tatsächlich irgendwo noch ein Cover B. Wäre schön, würde mich mal interessieren, wie das aussieht. Nummer 17 von 55. Ja, Daniel Bernard hat noch in den Matrix-Film mitgespielt, ansonsten ist seine Karriere eher blass geblieben. Wie gesagt, er hat schon sehr viel von Van Damme, auch von seiner Ausdrucksweise und so.
Ja, dann haben wir hier Götterking. Das ist genau, das ist der Bonusfilm, von dem ich gerade, den ich gerade schon so angedeutet habe. Ja, und da kann ich sagen, den kann man getrost in die Tonne kloppen. So eine Scheiße. Ich weiß, warum sie den umsonst mit dazu gepackt haben, weil den Scheiß kauft sonst keiner. Ja, hat auch einen Grund, warum. Ja, brauche ich eigentlich gar nichts sagen, kann eigentlich in eine Tonne gehauen werden. Ich lasse ihn natürlich drin, weil es dann im Original ist, aber ja, genau. Dann denkt ihr, hä, wie noch ein anderer Film? Nein, das ist er wirklich, der heißt nur Elite Fighter, also das war eine Veröffentlichung von Info Pictures, wenn ich mich jetzt nicht recht, ja genau, von Info Pictures, unter dem Namen Elite Fighter rausgekommen. Ach ja, das ist deutsches Marketing, ich sag da nichts mehr zu, ich habe da glaube ich schon den vorherigen Ausgaben genug zugesagt. Das Cover hat auch überhaupt nichts mit dem Film zu tun. Es gibt auch noch Elite Fighter 2 und 3, die auch überhaupt nicht zusammenhängend sind, nur dass halt Daniel Bernard, wie man das ausgesprochen wird, drin mitspielt. Ja. Boah, na gut, aber trotzdem, es geht ja um den Film und das ist schon der Film True Vengeance drauf. Also da muss man sich keine Sorgen machen. So, tun wir das mal wieder da rein. Ja, sehr schöne Hardbox. Kann ich jedem Freund vom B-Action nur empfehlen. Ist ein schöner Film, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Mit dem Schweizer Van Damme. So, damit verabschiede ich mich und ja, bis zum nächsten Mal.